Lucie Vonkova. Zweitelung gewinnen in Leverkusen mit zwei tollen Toren von dir. Es hätten selbst drei sein können. Was ist dein Gefühl im Moment? Also ja, geiles Gefühl. Erstes Spiel, drei Punkte, noch zwei Tore dabei. Ja, sehr zufrieden. Ich hoffe, das kommt auch weiter so. Also die ersten fünf Minuten lief es eigentlich auch sehr gut für ihr. Nein, ihr hattet das Spiel nach den ersten fünf Minuten komplett im Griff. Ja, ich denke, aus beider Seiten war ein bisschen nervös von beider Seite, aber dann, ich denke, ja, wir hatten unser ganzes Spiel einfach dominieren und ja. Ihr habt ja eine ganz internationale Mannschaft, ungefähr von 7-8 Ländern, glaube ich. Wie schwer oder wie einfach ist das? Also ich denke, das macht Spaß. Wir haben Zeit zum Kennenzulernen, andere Kultur und ja, macht Spaß. Mit der Tschechoslowakei hat es leider zu der EM ein bisschen schwieriger gelaufen. Das wird knapp sein. Also ja, wir schauen. Ist immer noch möglich. Ist möglich, ja. Aber ich, ja, leider, wir haben sehr schlecht gespielt gegen Nordirland, in Nordirland. Und ja, jetzt ist es zu schwer. Wir schauen jetzt noch, wie Italien spielt gegen Nordirland. Aber ich denke, wenn sie schon schlau spielen, dann sie lassen das nicht, diese Chance einfach weggehen. Und dann zu dieses Jena, was ist die Ambition für diese Saison? Also, ja, immer so gleich machen. Immer drei Punkte holen oder muss nicht immer drei einfach Punkte holen und ja. Und für dich selbst ganz hoch in die Torschützliste, oder? Ja, es wäre schön, man kommt immer so gleich und für mich ist meine Ziel ist einfach fit bleiben und ja, Tore schießen. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück und bis bald. Danke.